Ein neuer Rocket Science Snapshot, heute aus Irland. Wir sind hier im Wicklow National Park in der Monastic City. Das ist das Wahrzeichen von Wicklow und es ist ein Ort wie aus einem Film. Überall stehen diese super krassen alten Grabsteine rum, kreuz und quer, komplett schief teilweise. Dazwischen befinden sich kleinere Ruinen. Da hinten ist dieser Turm, der sich in den Himmel erstreckt. Wir machen hier ein mystisches Bild. Ich habe mitgebracht mein 1740mm Objektiv, also eine Ultraweitwinkellinse. Die brauche ich. Ich möchte auch die 17mm voll ausreizen, weil ich eben hier vorne schon die Grabsteine mit ins Bild haben möchte, die dann den Vordergrund gestalten werden. Einstellen werde ich eine Blende 10, also eine relativ hohe Blendenzahl, das heißt eine relativ kleine Blende, um eben die nötige Schärfentiefe zu erzeugen. Ich möchte im Vordergrund schon die Grabsteine scharf haben, möchte aber auch gleichzeitig noch im Hintergrund den Turm scharf haben, deswegen eine Blende 10. Um das auszugleichen vom Licht her, da die Sonne jetzt schon relativ tief steht, brauche ich eine relativ hohe ISO. Ich habe jetzt eingestellt ISO 400. Ich lasse die Kamera belichten, das heißt, ich gebe die Blende vor, die Kamera berechnet die Belichtungszeit und ich werde jetzt mal das Bild machen.